So, herzlich willkommen in Let's Play Teil 5. Genau. Der Lego Hobbit. Weiter geht's. So, was man leider hier wieder nicht sehen kann, Spiel laden. 10%. 4. Zur Sicherheit nochmal ausgemacht. Nein. Ah, war ja fliegt er wieder. Ja, wie immer. Wenn man ihn färben würde, würde das wie ein Drache aussehen. Glaub ich auch. Wenig Feuer und Magie, na klar. Wegen dem Lego-Feuer? Ja. Los geht's! So, aber ich nehme meinen Bettler natürlich wieder. Genau. Weil der gerade in der Liste nicht drin hat. Muss ich erstmal hier suchen. Ja, da ist er ja. Mein Kerry King. Autsch, puh, Kerry King schmeckt nicht. Genau. So. Wollen wir sehen, was uns als nächstes erwartet. Ja. Auf jeden Fall eine Menge Gold und sehr viele Werte. Ja. Erwartet man's. Wir haben ein bisschen was offscreen gemacht, daher etwas höherer Kontostand. Ja. Oh. Ich glaube, wir müssen mal wieder bauen. Ja, wir haben nämlich einen Schmied gesucht. Genau. Den brauchen wir nämlich später. Und den haben wir auch gefunden, deswegen ist das Geld etwas höher gegangen. Aber weiter haben wir sonst nichts gemacht. Jedenfalls nicht viel. Ja. Ah, du kleist das schon wieder zusammen. Schon dabei. Dann sammle ich erstmal ein bisschen Geld. Mach das. Ah ja, wieder da. Letzte wieder zu zweit. Ah, oben, genau, der eine. Zack. Der glatte. Der vierkige ist oben. Der mit den Löchern ist hier. Der Sturm ist hier unten. Oder? Kann auch sein. Der lange. Ne, halt der hier. Würde ich auch sagen. Das Kanonenteil ist oben rechts. Hä? Kanonenteil? Ja, wo die Armbrüste und sowas rankommen. Ach so. Der glatte ist oben. Also der, den ich mal. Der meiner. Komischer Schlüssel. Ja. Ein kleiner Schlüssel. Aber hier ist er ganz schön groß. Ja. Hey, muss mal hier mit rein. Okay, dann ein bisschen stärker. Und hat schon aufgeschlossen, wurde den durchgebrochen. Ja. Oh, ist er schon ein Kapitel? Ja. Und so stieß die Gemeinschaft bald. Nee, überspringt Thomas nicht, können Sie ruhig sehen. Wer konnte ahnen, was unter diesem Haufen von Dingen, die unvorsichtig. Verschwende, du Hoppelhase. Karawanen abgenommen wurden. Bei Dexter Schild. Genau, das wirst du Hasen braten. Oh, was ist das für ein Gestank? Es ist ein Trollhort. Ein Bad? Pass auf, was ihr anfasst. Trollhort oder wie? Ja. Puh. Das ganze Gold hier. Ruhig, Katze. Finger weg. Puh. Das Merdelicht. Hm. Lecker. Der Riesenklunker, den Wald da. Muss ich dann halt nehmen? Ich nehme den Spiegelalbart. Und ihr wisst sicherlich, was ich alles in dem Berg versteckt habe, in meiner fetten Barttasche hier. Da ist nicht nur Bier drin versteckt. Der soll schon noch was anderes als nur Bier. Frag dich bloß was? Ja. War echt praktisch, eine Barttasche. Ein Taschenbart? Damit man mal sieht, genau wie der aussieht, der, die Barttasche da. Genau so sieht die Barttasche aus.
Gandalf kann dunkle Gebiete mit seinem Stab erhellen. Aha, den kann man also auch dafür nutzen. Setz dich als auf eine Lego-Picknick-Decke und füttere ihn als ein anderer Charakter mit Nahrungselementen. Um deinen Bauch aufzupolstern. Ja, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Erstmal wir sechs Fische. Sechs haben. Fische? Ja, mit den Tuna. Und dann ein bisschen Beta-Carotin, kann ich auch gut gebrauchen. Dann bin ich erstmal satt, oder? Ja. Ja, mein Bart. Boing, boing, boing. Macht Spaß, auf meinen Bart rumzuspringen? Ja. Boah. Mir ist schlecht. Ja, wie kostet über der Zeit. Da brauchen wir den mit dem Pflegel wieder. So, guck mal, so schnell hat er abgenommen. Ziemlich schnell. Ja. Der mit dem Pflegel wird gebraucht. Da oben. So ein Pflegel. Ah ja. Stärker. Statt Regentanz. Ja. Statt Ringtanz, Starttanz. Ich glaube, da musst du dich schwingen. Aber zur Sicherheit komme ich mit hoch. Das scheint irgendwie ein Grafikfehler zu sein. Ja. Upsala, ich habe einen Abstand noch wieder. Na klar. Hier ist eine Luke. Naja, wir brauchen einen Zwerg. Zum Glück sind wir alles fast Zwerge hier. Ja, der einzige Nicht-Zwerg ist Gandalf. Ah, der mit dem Bogen muss hier auch. Schau mal her, Blackbeard. Schließ mal auf. Oh, schlag das Ding in Brei. Genau. Ui. Was ist das für eine Klinge? Diese Schwerter hat kein Troll geschmiedet. Oh ja, auf jeden Fall ganz schön scharf. Hä, haben wir die alle? Hä? Wie mein? Wunderbar, Waffe auf. Ah ne, das ist noch ein Kar. Der Orkrist leuchtet, wenn Orks in der Nähe sind. Also so wie Stich. Ja. Stich leuchtet ja auch, wenn Orks in der Nähe sind. Also scheint er irgendwie aus dem gleichen Material zu sein. Was meinst du? Ja. Nun will das Gold haben, gerne. Jo, da war ein Haken dran. Das Ding hat doch definitiv einen Haken. Ja. Du hast schon den mit dem Pflegel. Genau, genau. Wir brauchen ein bisschen mehr Protein. Stärker. Worms. Hua! Hua! Da ist die nächste Tour. Mal sehen, was da drin ist. Ich will Gold, ich will Gold. Klar. Ja, und noch eins von denselben. Ich glaube, kann sein, dass es aber ein anderes ist. Kannst du mal in das Inventar gucken? Glamdring. Auch wenn Orks in der Nähe sind. Würde mich nicht wundern, wenn in der letzten Truhe Stich ist. Ja, für Bilbo.
Aha, hier ist nichts. Hayaoko muss es weitergehen. In der Truhe da oben. Suchst du hier gerade? Keine Ahnung, was er sucht. Dann wünsch dich mal weg, wenn du so lange Weile hast. Nee, das war der. Ich glaube, der Rote steht nicht zur Verfügung. Ja. Ich glaube, hier muss mal Gandalf ran. Ein da wird wohl die Platz letzte. Mal. Ein wenig Licht. Ich würde mich. Oh, ein paar Ressourcen. Da bräuchten wir. Wir bräuchten jetzt den mit der Zwille. Ah, ja, ihn. Und zack. Hat dem nicht so richtig geklappt, wa? Ja, und ja. Jo. Eine Treppe. Ja, die sind noch nicht mal fertig. Ja, Luft schon hoch, ja. Ja, wie ich mir gedacht habe. Na komm mal her, ja. Du kriegst jetzt deinen Stich. Wie ich mir gedacht habe. Das war nämlich das Symbol von Bilbo. Ja, aber gleich du es noch? Ja, aber gleich wissen, ob es wirklich Stich ist. Tatsache, ist es auch. Ist es auch? Ja. Dreieck gucken. Raus aus diesem. Na, Unterbrechung. Kommt, wir sollten gehen. Da kommt etwas. Bewaffnet euch. Stiche. Stich wird ja an. Jo, voll die Hasenkutsche hier. Stich wird ja ein. Ups. Stich wird ja ein Herr der Ringe. Mordio! Was in aller Welt tust du hier? Ich hab dich gesucht, Gandalf. Irgendwas stimmt nicht. Ah oh, ja, das. Was denn? Gibt es Wölfe hier draußen? Wölfe? Nein, das ist kein Wolf. Die Wag. Die Wag. Nichts. Weiß nichts Gutes. Ja. Den, der hat Leute nicht gefressen, den wollen die heute noch essen. Ich will mein Thorin, damit es nur damit es weiß. Hier brauchen wir den Schaufler und hier den mit der Pickaxe. Gleich alles mit einem Schlag kaputt gemacht. So, einfach wieder. Verpfeif dich, du Köter. Ah. Komm mal ran hier. Bist du dämlich hier? Hm, müssen da liegen bleiben, die Steine. Ja. Ein Schaufel, das ist der Herr hier. Du Blondbart? Hast ja. Du einen Schaufel? Ja, hat er. Hat er. Lass mal das kanikelfrei schaufeln. Also sind sie gleich auf der Speisekarte. Auf der Wag-Speisekarte? Ja. Da muss der Zauberer hin. Der Braun, der Typ hier. Keine Ahnung, wie der ist. Radegast, der Braune. Jo, na klar. Da brauchen wir den Russen. Ey, du warst hier. Hier wird der Russe nochmal wieder gebraucht. Genau der da. Hier hin. Am besten in der Mitte. Dann ist das Ding mit einem Schlag futsch. Der? Hm. Ja. Ah, da unten ist noch einer. Der ist gerade Gast. Der ist eingeklemmt. Ey! Hau ab, Mark! Es gibt kein Kanickel für dich. Radegast, der Braune. Er hier. Erstmal der hat den
Die LED ausmachen, zack. Die LED. Ja, als hätten sie das schon damals. Speichern, naja. Speichern und fortfahren. Ich war auf Speichern verlassen gewesen. Ja. Hätte keinen Sinn gemacht. Hau ab, Köter. Und zack. Doch, die Hasen können schon mal wieder funktionieren. Zwei Karnickel noch. Weil, wenn wir keine Hasen haben, dann müssen wir uns Schnecken dann schaffen. Aber die sind viel zu langsam. Ja, das sind... Es sei denn, es sind Verwandte von Turbo, der Rennschnecke. Ja. Dann ist es natürlich was anderes. Darum brauchen wir die Rennschnecke, ich meine die andere. Hä? Von der Ending Story, die Rennschnecke meinte ich. Keine Ahnung. Sagen, es ist wirklich eine Rennschnecke. Blöder Köter. Irgendwas ist hier hinter. Ah, ich hab schon eingesammelt. Was war's? Rohstoffe, Seil. Genau den brauchst du da. Mehr Power. Zack. Guck mal, was hier drin ist. Ein blauer. Ah, wieder was bauen. Jupp. Wollen wir hoffen, dass wir das Material dafür haben. 10 Seile. Oh ja. Ah, zum Glück kann ich angreifen. 15 Bretter. 8x Kupfer. So. Und hast du eine Ahnung, was es sein könnte? Ah, das Segelteil. Zahnrad. Irgendeine Maschine. Irgendeine Maschinerie, fragt sich bloß welche. Scheint eine ausfahrbare Treppe zu sein. Was meinst du? Ja, auch so eine Hebelbühne, so wie es aussieht. Wir haben jedenfalls was mit einem Drehschalter. Ja, aber der Vierling ist ja. Der. So. Der Glatte. Der andere Glatte. Ja, 12.000 diesmal. Und damit. Zu zweit kriegt man es irgendwie ein bisschen schneller hin. Ja. Stellen wir mal gleich mal hoch. Nee, da muss Radegas drauf. Ja. Oh ja. Verpfeif dich, Köter. Nee, er muss nicht rauf. Er kann auch hier runter. Er kann hier hin. Der Hase schmeckt außerdem nicht, dass er vergiftet. Ich glaube, da haben wir einen Mörtamerschlag gebraucht. Hierfür. Ja. Da brauchen wir richtig fette Mittelpower. Mal gucken, wo er ist. Hier vorne ist Carrie. Hohe Power brauchen wir hier. Versuch's mal von der anderen Seite. Ja, ich hab ein Herzzeichen verloren. Nee, ich. Blöder Köter. Und Power. Warm. Das rockt. Ey! Ey! Lass ihn was her. Willst du? Gib das Karnickel her. Blöder Köter. Radegas! Ja. Voll abgelutschte Hase hier. Der geht ja gar nicht. Besabberter Hase. Na, no. Rein mit dir an der Kutsche. Das hier stammt nicht aus der Welt der Lebenden. Der Grünwein ist krank. Das das lässt nichts Gutes vermuten, dass du ja. Diese was ist denn, die weggesprungen sind? Die Karnickel? Oder was? Nee.
ist sie nicht. Eine dunkle Macht haust in ihr. Spinne. Ich glaube, ich spinne. Eines uralten Grauens. Einer, der die Geister der Toten herbeirufen kann. Ein Nekromant. Nimm das Ding. Nimm diese Klinge. Ja. Mir ist es so wieder. Ja. So, alle Hasen an die Schnallen. Alle fünf. Hallo Mörkchen. Wir wollen eine Möhre nach vorne geworfen. Gandalf ist auch nicht begeistert von dieser Klinge. Ja. Boah. Ey, verdammte Köter. Ah, tut's ja. Ich bin Radegast. Wir haben uns erstmal geteilt wieder. So, ich schwenke rechts. Und Shadow Dragon ist links. Minikit! Zack. Weg mit dir! Oh, Feuer! Ah, zum Reiterreden ist das. Ja. Okay. Feuer! Oh, ja. Es regnet Ort. Es regnet Ort? Hä? Ja. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Okay, dann kann das jetzt springen hier. Alter. Na, es wurde der Sprit leer. So, jetzt sind wir mal wieder, zusammen. Gucken wir mal, ob er springen kann. Nicht wirklich. Ich glaube, da bräuchte man. Würde mich nicht wundern, wenn hier Orlando Bloom auftaucht. Ja. Dann werden nämlich Pfeile reingeschossen. Da sind Pfeile schon drin. Würde mich nicht wundern, wenn Orlando Bloom gebrochen ist. Und da oben muss Gandalf mal rein. Da oben. Roms! Ah, so kommen wir also hoch. Und Kerry King bräuchte man wieder. Nee, doch nicht, das ist schneidig. Kann jeder haben. Gandalf, geh du vorsichtshalber da rein. Ja, ein bisschen Licht rum. Zu dem Minikit. Sorry, Gandalf. Hier fehlt mal wieder ein Sprengmeister. Ja. In der Combo. Ja, dafür, aber hier, hier fehlt der Sprengmeister. Gandalf geht nicht, da muss ein anderer hierher. Ja, Kerry King. Oder ein anderer Zwerg. Oder willst du... Hauptsache Bärtisch, nur er nicht. Klein. Ja. Mal klein. Also, so sieht Kerry King gerade hier nicht. Aber er geht auch. Ja. Dieser Blackbeard hier. Und zack! Weg damit! Ich glaube, hier ein bisschen weiter vorne war eine Zielscheibe. Hm? Versuch mal das da abzuschießen. Na, mit einem Pfeil abschießen. Gucken wir, ob wir so hoch noch hochkommen. Nee. Das kann er nicht anvisieren. Er hat einen Bogen. Er hat den Bogen raus, aber leider doch nicht.
dann muss es was anderes sein. Lass uns weitergehen. Vielleicht ein wenig Feuer. Lass uns weitergehen. Hier bräuchten wir dann den mit der Zwille, sobald das Ding hier gesprengt ist. Aber ohne Sprengmeister geht das schlecht. Kein Feuerkratzerhand hier. Zu blöd. Ah, da brauchen wir ihn. Ja. Den Bogenschützen. Und dahin. Und den mit dem. Ne, da. Den mit dem Flegel. Den hier. Da ist schon wieder ein Ork entsprungen. Boah, beinahe aufschlagen. Oh! Gandalf ist kaputt. Upsala. Hat jemand ein Bauset bestellt von Gandalf? Ja, ich. Jo. Der trägt ja voll die Zielscheibe. Ja, dann werde ich das mal gleich mal ausnutzen. Ja, komm mal her hier. Stirb, du Ork. Da ist das Ziel. Mann, verpfeift dich, Ork. Ah, cool, ich kann Bart reiten. Na dann reite mal los. Der ist auf der Hund. Und zack. Breuer. Wer weiß, wofür wir die brauchen. Da. Und zack, jetzt habe ich einen Bart. Mal gucken, was da kann. Nicht viel. Ja, aber immer unser. Aber alles überrennen kann er. Der braucht noch einen Treffer, der Typ da oben. Und tschüss. Hasta la vista. Flag. Sind wir hier bei einem Rugby oder so? Ja. Jo, wirft er die Echsen noch runter. Hat jemand seinen Kopf halbiert? Ja, da war einer hin gerade. Ja. Willst du den zwei jetzt in sein Bad verstecken? Ja, ja. In seine Badtasche. Das war Nummer 5. Jo. Sieht wie ein Brieföffner aus. Geil. Radagast. Der Braune. Und vier Charaktere zum Kauf. Naja, wenn er voll ist, ist es Radagast der Blaue. Hat ein bisschen Geld. Aber leider den Wagen den Dieb nicht geschafft. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie haben uns Stats gefehlt. Naja, kann man ja nachholen. Mhm. 76, also wieder ein Viertel. Ein Viertel fast. Etwas mehr als ein Viertel. Ja. Aber dafür haben wir mehrere Minikits. Ja, drei Stück. Einer war in der Nähe vom Dings. Und wieder ein paar Ereignisse freischalten. Alles sicherlich Missionen, unter anderem auch Rotstein-Missionen. Vermute ich mal. Ja. Und zwar, da sind ja diesmal mehr. Und mindestens zwei wissen wir schon. Ja, 34 sind es diesmal, sonst waren es immer 20. Ein bisschen seltsam, oder? Ja. Naja, wie auch immer. Kann man alles gebrauchen. Rivendale. Alles bei Rivendale. Ja. Was da grün aufleuchtet. Boah. Hat das auch irgendwann mal ein Ende? Ja. Nee, jetzt noch nicht. Oh Mann. Da haben wir ja sehr viel zu tun. Ja. Könnte sein, dass das noch ein extra Let's Play wird. Ja. Bei so vielen grünen Punkten. Ja, wird schlecht. Ich sehe nur noch grüne Punkte. Ja. Und du?
Dann sind es doch immer weiße Punkte. Hä? Besser. Schwarze Punkte auf weißem Grund. Wie mein? Also nicht gelbe und auf schwarzem Grund. Verließ die Gemeinschaft den verborgenen Pfad und fand sich in der Nähe vom Bruchtal. Weil hat wieder eine Langeweile. Oh, fliegt immer über die Karte drüber. Dort suchten sie Rat bei Elrond, einem der wenigen Elben, der das Geheimnis ihrer Karte entschlüsseln konnte. Wow, ist kein 3D. Na dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.